Karius in Berlin, Schalke auf Trainersuche und Cuisance steht vorm Bayern-Abschied. Das hier des Tages. Mein Name ist Nico, Freunde, und es ist Montag. Los geht's. Am Samstagnachmittag schlug die Meldung ein wie eine Bombe, zumindest bei Union-Fans und Loris Karius. Loris Karius steht vor einem Transfer zu Union Berlin. Heute soll der Torwart den Medizincheck absolvieren und dann zur neuen Nummer 1 bei den Eisernen aufsteigen. Nach Informationen des Kicker wechselt der 27-Jährige auf Leihbasis von Liverpool in die alte Försterei und wird dort natürlich die neue Nummer 1. Andreas Lute wird zur Nummer 2 degradiert. Und ich verstehe natürlich alle, die sagen, oh, Loris Karius, der kann keinen Ball halten. Aber ganz im Ernst, als der Mann die Bundesliga verlassen hat, war er einer der besten 5 Keeper, die wir hatten. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Nach dem 1:3, das tatsächlich wieder mal komplett zahnlos war, ist auf Schalke das passiert, was wir alle haben kommen sehen. David Wagner ist nicht mehr Trainer und damit haben alle ihre Wette gewonnen, die gesagt haben, dass Schalke 04 die erste Trainerentlassung dieser Saison haben wird. Bingo! So, wir kennen die Kandidaten aus der letzten Woche ja noch. Wilmots und Ralf Rangnick etc. Ralf Rangnick, der hat sich am Wochenende geäußert und gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich gar kein Interesse an Schalke 04 habe. Jochen Schneider soll außerdem große Stücke auf Valeria Ismail haben, der zuletzt beim LASK, beim Linzer Athletiksportclub, unter Vertrag stand. Doch es gibt wohl einen absoluten Top-Kandidaten, der gestern schon beim Schalke U23-Spiel gewesen sein soll. Und das ist Manuel Baum. Viele Schalke haben auf Twitter darauf irgendwie reagiert in die Richtung von, wenn man einen Top-Trainer haben will und dann Manuel Baum bekommt. Und Manuel Baum, muss man mal sagen, hat Augsburg extrem stabilisiert und dann, gut, ein paar Probleme bekommen innerhalb der Mannschaft. Viele würden sagen, es war Hinteregger schuld, dass Manuel Baum gefeuert worden ist. Das wäre natürlich ein ganz schön einfacher Ausweg, aber es sieht so aus, als wäre Manuel Baum auf dem Weg dahin, die neue Schalker Nummer 1 auf der Trainerbank zu werden. Und ich will von euch wissen, was haltet ihr davon? Gut oder schlecht? In die Kommentare. Und dann noch weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen. Ozan Kabak, der war beim 1:3 gegen Bremen eigentlich nur damit aufgefallen, dass er seinen Gegenspieler angespuckt hat, was natürlich eine absolute Katastrophenaktion ist, müssen wir nicht drüber reden. Dem droht jetzt eine Sperre. Der DFB hat bekannt gegeben, dass der Vorfall untersucht wird. Ich sag's nochmal, eine absolute Katastrophensituation darf nicht passieren, darf man nicht machen. Vergesst bitte aber nicht bei der Bewertung, wie jung der Mann ist. Ich will ihn damit nicht entschuldigen, ich will nur sagen, wenn man alles gefilmt hätte, was ich mit 20 gemacht hätte, hätte ich auch nicht gut ausgesehen. Michael Cuisance beim FC Bayern, das ist ja so eine Geschichte. Die Karriere des Franzosen hebt in München bis jetzt noch nicht so richtig ab. Deshalb gab es ja Diskussionen, ob er eventuell verliehen werden könnte. Nun sieht aber so aus, als könnte er einen festen Transfer bevorzugen, und zwar in die Premier League zu Leeds. Cuisance soll scheinbar der absolute Wunschtrainer von Bielsa, den Trainer von Leeds, sein. Und die Jungs sollen bereit sein, 20 Millionen Euro für Cuisance zu bezahlen, womit er 8 Millionen Euro mehr einbringen würde, als die Bayern vor einem Jahr für ihn bezahlt haben. In dem Jahr hat er quasi nicht gespielt. Gutes Business in München. Und das kommt dann doch ziemlich überraschend. Die Bayern verlieren auf den letzten Metern höchstwahrscheinlich den Poker um Außenverteidiger Sergio Dest. Der US-Amerikaner, der sich mit den Bayern schon einig gewesen sein soll, wechselt nun wohl höchstwahrscheinlich zum FC Barcelona. Das Ganze soll bei den Bayern für ein bisschen, ja, Bauchschmerzen gesorgt haben, denn man ist weder glücklich damit, dass der FC Barcelona so spät noch reingegrätscht ist, weil man, wie gesagt, mit dem Spieler eigentlich schon einig war, noch ist man zufrieden damit, wie der Spieler das gehandelt haben soll. Der nächste Kandidat für die Bayern ist jetzt Max Aarons. Der Mann war sich eigentlich schon mit Barca einig. Schalke 04 und Eintracht Frankfurt unterhalten sich scheinbar über einen Torwarttausch. Und zwar geht es um Frederik Renaud, der Nummer 2 von Eintracht Frankfurt, und Marco Schubert, der Nummer 2 von Schalke 04. Die beiden sollen eventuell Positionen tauschen. Das würde dazu führen, dass Frederik Renaud höchstwahrscheinlich Nummer 1 bei Schalke werden würde, denn der Mann ist ganz klar Nummer 1 Kaliber in der Bundesliga. Und Marco Schubert bekommt bei der Eintracht einen neuen Start und hat die Chance, sich als Nummer 1 hinter Kevin Trapp heranzuentwickeln, denn Kevin Trapps Tage bei der Eintracht, habe ich so ein Gefühl, sind ein bisschen limitiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es seine letzte Saison ist, wenn überhaupt. Also eigentlich keine so schlechte Idee. Ob das passiert, bleibt abzuwarten. Und dann noch ganz kurz zu Filip Kostic. Der war am Freitagabend gegen Hertha BSC nach 15 Minuten verletzt ausgewechselt worden müssten. Worden müssen? Der musste nach 15 Minuten ausgewechselt werden. Tut nicht so, als hätte er sie nicht verstanden. Ja,
Und jetzt die Gewissheit, der Mann fällt mit einer Bänderverletzung wohl so 4 bis 6 Wochen aus. Ruben Dias steht vor einem Transfer von Benfica Lissabon zu Manchester City. Besser gesagt, das ganze Ding ist so gut wie durch. Im Umkehrschluss geht Otamendi von City zu Benfica. Die Rede ist von 68 Millionen Euro Sockelablöse, die mit Boni auf 71 Millionen Euro ansteigen kann. Und Otamendi kostet im Umkehrschluss 15 Millionen Euro. Leute, die kann man mehr oder weniger von der Ablöse runterrechnen. Und damit wird Dias zum teuersten Defensivspieler dieses Transferfensters und zum teuersten der Geschichte von Manchester City. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir schaffen den Bundesliga-Rückblick heute pünktlich. Bis dahin, macht's gut!